Na gut, aber ich habe ja gesagt, ich will nicht vortrainieren. Na, das ist quasi Niveau der ersten Arena tatsächlich, aber einer guten ersten Arena. Du bist, nein, du und deine Pokémon seid ein sehr interessantes Team. Bitte lege unbedingt meine Prüfung in der Vegeta-Höhle ab. Ich nenne sie die Elima-Prüfung. Wow. Du findest die Höhle hinter Route 2. Dein Rotom-Pokédex zeigt dir wo. Also dann, Alola. 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 Lola. Machen wir das denn für Route 2? Sie müssen mir alles selber belegt. Es kommt auf die Kraft des Angriffs an. Man muss das Item X-Angriff nutzen, um seinen Gegner zu Angriff. bezwingen. Xangriff, ja, stimmt. Bevor er einen Kampf unfähig machen kann. Hier, ich gebe dir ein Exemplar ab. Setz es auf jeden Fall ein, hörst du? Du erhältst das Item Xangriff. Xangriff erhöht den Angriffswert eines Pokémon um 2 Stufen. Damit haut es jeden Gegner um. Naja, nicht Zwei wahr? Stufen. Okay. Das Wichtigste ist die Verteidigung. Wenn du das Item Xabwehr einsetzt, sinkt der Schaden durch gegnerische Angriffe. Hier hast du ein Exemplar. Sieh zu, dass du es einsetzt, Schlampe. Oh, du hältst das Da ist das Item. Item Xabwehr. Ach so, pardon. Xabwehr wurde in der. Subway. Subway, ja, da dachte ich auch dran. Wurde in der Itemstasche verstaut. Xabwehr erhöht den Verteidigungswert eines Pokémon um 2 Stufen. Damit wird jeder Angriff abgemildert. Hoho, Juhu! Shadow, mein Junge. Und was hat die? X-Initiative? Nee, X-Tempo war's. So wie du aussiehst, wollen dich alte Damen bestimmt ständig in den Popo kneifen. Und Professor Kukui. Da ist eine TM. Oh! Da, links, 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 links. Das ist Oh! rechts, du Vogel. Macht nichts, ich guck Alter. mal hier rein. Nein, nein, Da nein. geht's nur zurück. Ich habe die Demo gespielt. Okay, Ich okay, weiß nicht mehr. okay. Ich bin dein Rotom-Pokédex, ja? Links. Da. Ah, ja, die ist rot. Gelb. Ja, gelb Ja, heißt. sie ist rechts und sie ist rot. Mitglied der SPD oder was? Oh, Oh. snap. Ach nee, warte, das war die CSU mit diesem schönen neuen Kurs. Oh, Widerhall. Wiederhall. Na, das hätte ich mir auch sparen können. Nein, Quatsch. So. Okay. Dann wieder, dann erstmal ins Pokémon Center. Ich glaube, du stimmst mir dazu. Genau, und Item verteilen. Kann man hier durch? Ah, oh, warte, links war noch ein Item hinterm Zaun. Ah. Links. Ach so, da hinten ist was. Da ist auch eins, ja. Oh. Die sind überall. Die sind ja echt überall. Kennst du schon die Vom Herrn Lore Gesicht. von Mangunio und Alola Radfratz? Nein. Wo ist hier was? Ach da. Ja. In Alola gab es vor langer Zeit mal eine Überpopulation an Mangunio. Die haben ja alles und jeden Ah. angefressen da. Ja. Und, nee, warte, das war, glaube ich, andersrum. Nee, genau, das waren die Sie waren Radfratz, die alles andersrum. gefressen haben. Genau, die Radfratz haben alles gefressen. Dann sollten die Mangunio die Radfratz vertreiben, wurden dafür extra eingeflogen, haben sich dann aber sehr rasch zu einer eigenen Plage ausgebreitet. Oh, so Und, wie Donald. Mexikaner, genau. Weil Radfratz tagsüber. Warte, du hast mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht. Ja, weil tagsüber Ratfratz nicht mehr so einfach fressen Genau. konnten. Nee, Mangunior sind ja nur tagsaktiv, nachts Ja, pennen die ja genau. fest. So, deshalb haben die da im Endeffekt auch nicht super jagen können, weil Radfratz sich dann so in die Nacht verlagert haben. Ja, und Dadurch dementsprechend. wurde dann aus Radfratz Alola Radfratz mit dem Unlichttypen. Genau. Und ja, ne, hast halt die Plage A, die du vorher hattest zu einer Tageszeit, und bei der anderen ist Plage B. Voll gut. Schön. Ja, und Manguspector sind die ersten, die es umgekehrt machen. Die legen sich nachts auf die Lauer, um Radfratz zu jagen. Ah, nice. Dafür sind die halt tagsüber zu nichts zu gebrauchen. So. Naja, gut, dann hat man wenigstens doch ein bisschen was gegen die Plage. Hildegard! Ja. Sexy Lady. Wop, 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 wop. Gut, dass ich dich treffe. Ist das gerade der richtige Weißt du? Zeitpunkt, um Werbung zu machen für meinen Rom-Hack? Ja. Nein, das ist nie der richtige Zeitpunkt. Weißt du, ich fühle mich oft hilflos. Ich verlaufe mich häufig und kann nicht mal Kleidung alleine kaufen. Oh.
Du bist da ganz anders. Die erste Prüfung deiner Inselwanderschaft steht also an. Oh, pardon, Inselwanderschaft. Du bist auf dem Weg zur Vegeta-Höhle, nicht wahr? Mhm. Ich habe da etwas in einem alten Buch gelesen. Früher soll die Inselwanderschaft auch dazu gedient haben, sich zu beweisen und die Stärke zu erlangen, gegen die Schutzpatrone von Alola zu kämpfen. Kapuriki soll nämlich Pokémon-Kämpfe lieben. Das habe ich in Lilii gehört. Mhm. Eine Frage beschäftigt mich. Falls wir Kapuriki begegnen, würden wir dann wohl erfahren, warum es dich und Wölkchen gerettet hat? Piu! Hildegard, viel Erfolg bei deiner ersten Prüfung. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Oh, danke. So, tschüss. Na du, es kommt mir vor, als hätte ich sowas vor Brot und zweimal mal gesehen. Boah. Ernsthaft, Hala? Oh. Hallo Hildegard, es ist mir endlich gelungen, Tauros zu beruhigen. Würdest du mir einen Gefallen tun und es nochmal streicheln? AKA das Event triggern, was wir einprogrammiert haben. Oh. Ich finde das ja auch schön, wie Ash plötzlich im Anime eine Tauros-Pferde hatte und keiner wusste woher. Weil die Safari-Zone-Folge... Nur bei uns. Ja, genau. Apropos, da fällt mir noch was ein, was ich sagen wollte. Genau, ein kleiner Pokémon-Fakt. Und zwar in der deutschen Version vom dritten Pokémon-Film mit im Bann der Incognito heißt er, glaube ich. Aha. Da spricht Ash technisch gesehen mit sich selbst. Cool. Kannst du trotzdem die Textbox weiterdrücken? Ja, mache ich mal. Aber trotzdem, nein, weißt du warum? Weil da gibt es einen Charakter, der die neue Stimme von Ash hatte oder die später dann kam. Und Ash hatte seine alte Stimme noch. Nice. Und die haben sich unterhalten. Ja. Also, übrigens, ich glaube, es ist immer so aufgeregt, weil es gern selbst auf Inselwanderschaft gehen möchte. Oh. Wie? Du möchtest Fangen spielen? Na gut, der alte Hala wird aber nicht verlieren. Schließlich bin ich Inselkönig. Wow. Ernsthaft. Wie es wohl geben soll, von Route 2 aus. Route 2, okay. Warst du schon im Pokécenter oder habe ich. Ach, stimmt, warst du. Die Flinkklaue. Flinkklaue, ja. Ah, raschelndes Gras. Oh. Sieh dich vor, wenn das hohe Gras auf Route 2 raschelt. Das ist bestimmt ein wildes Pokémon, das es auf unbedarfte Trainer abgesehen hat. Das Gute daran ist aber, dass diese Pokémon oft Items fallen lassen, wenn man sie besiegt. Nice. Okay, Flinkklaue erstmal. Das ist ja sowieso, die wäre ja sonst ohne Sinn und Zweck, wenn man sie nicht mal jemanden... Und wir können... Das ist Seidenschal gewesen. Der Attacke Seidenschal können wir dann hier Mangunior geben. Ah, genau. Hey, Junge, einfach touchen, ne? Achso, ja, genau. So, Flinkklaue. Müsste, wäre sonst armselig. Na, ich kann so machen. Ja, ich kann's genau. Nicht rüberziehen, das wäre cool gewesen. Drag and Drop. Das wäre auch cool, aber vielleicht bei dem kleinen Bildschirm auch ein bisschen. Sonst haben wir ja nichts mehr, ne? Widerhall beibringen ist Bullshit. Ja. Dann gucken wir mal, was da hinten im Gras raschelt. Ein wildes Snoop Dogg. Kann man da auch langsam gehen? Nein, kann man nicht. Lol. Hä? Kam es das ist dran? Auf dich zu. Ja. Ein Makuhita. Makuhita. Klingt auch ein bisschen so, als ob das in dieses Gebiet passt, vom Namen her. Ja, doch. Da ich ja so jemand bin... Oh, warte mal, ich muss mal gerade gegen die Lautstärke vorgehen. Ja. Oh, es brennt! Und setzt Sandwirbel ein. Seine Genauigkeit sinkt. So. Jetzt. Okay. Oh, es brennt. Mhm. Makuhita, so. Das Boxsack-Pokémon. Ah! Ja, Makuhita ist Boxsack, sieht man doch. Ja. So ein geschnürter Boxsack. Mhm. Mit so einem lustigen asiatischen Gesicht drauf gezeichnet. Fun? Ja. Ich meine, es brennt, hat wenig Leben, sind gute Voraussetzungen. Mhm. Und außerdem hat es mal Kampfattacken. Wahrscheinlich. Ja, stimmt. Bringt uns allerdings nichts, denn Hala ist ein Kampf-Pokémon-Trainer.
Na gut, aber für den Fall, dass mal wieder jemand mit normalen Pokémon kommt. Das heißt, wir müssten nach Möglichkeit entweder unseren Turkan oder Wingull hochleveln. Ja, wobei, die werden ja sowieso. Ja, Turkan eher weniger, weil der halt als Zweityp noch normal. Also ja. Wir sollten auf jeden Fall Wingull trainieren noch. Ja. LOL, warum ist der jetzt so sauer? Hat er mir eine Zitrone gebissen oder so? Schau das Pokémon, das du gefangen hast, gleich genauer an. Bzzzt. Seine Tage beginnen morgens mit Training. Es folgen Mittagessen und Mittagsschlaf. Danach wird fleißig weiter trainiert. Kann man hier auch japanische Zeichen einstellen? Nein, och Mano. Nennen wir ihn Xing Shang Shong. Oh, wieso? Oder Reiskorn. Reiskorn, das ist ein niedlicher Name. Ja. Du bist dran, Reiskorn. Moment, Reiskorn, nicht Reichskorn. Reiskorn. Okay. Reiskorn. Moment, ist Reiskorn nicht sowas ähnliches wie Sake? Ja, hat einen Moment gedauert, aber nice. Guck mal hier. Team. Welches soll werfen wir denn raus werden? Dafür? Türkan? Also, auf lange Sicht gesehen, bringt uns Mark am wenigsten. Och, Mann, oh. Mag ja sein, aber okay, schmeiß ich ihn weg. Mag dann ja bleibt sein. Er wenigstens Mauzi. So hast du selber nicht eigentlich mitbekommen, oder? Was? Mag ja sein. Lustig. Oh, hier. Oh, du bist ja dreckig. Alter, so dreckig kommt er mir aber nicht ins Haus. Oh, Entschuldigung. Voller Flusen. Das ist ein wirklich sehr politisch unkorrektes LP. Ich möchte mich da gleich mal nochmal für entschuldigen. Ist alles nur Spaß, alles nur Satire. Andererseits wissen wir auch, dass ihr genau deswegen hier seid, insofern. ihr Rassisten. Oh, nein. Würde ich mir mal Sorgen machen, warum die sich ausgerechnet alle auf deinem Kanal tummeln. Ich bin auch gar nicht so, ich bin voll tolerant. Ich habe sogar Freunde, die schwarz sind. Das ist immer das erste Argument, warum man kein Rassist sein könnte. Ich habe ja Freunde, die sind so, ich darf das. Hat Günther Oettinger auch so ähnlich gesagt. Ja, kriegst du noch was zu fressen, Vieh. Komm hier, Mamfi. Das kann irgendwie nicht fröhlich gucken, kann das? Ich meine, es hat nicht mal Augenbrauen. Aber es waren gerade eine Menge Herzen. Ja, ich glaube, es ist gerade gestiegen. Ja, aber einmal erst ja, reicht. Also ach, zwei brauche ich noch. Pepek hat übrigens den gleichen Level, warum auch immer. Ich hab's gern gehabt. Sehr gern. Ich musste es ja auch irgendwie wieder auf das gleiche Level trainieren wie das alte. Hab dazu sogar den EP-Teiler ausgemacht. Hm. Er ist aber natürlich dann wieder an. Also. Ja, natürlich, sonst würdest du das Spiel niemals schaffen. Danke, dass du das auch so siehst. Oh mein Gott! Jawohl. Eins der besten Character Models. Na, auf Inselwanderschaft? Dann besteht deine nächste Prüfung darin, mich in all meiner Schönheit zu besiegen. Ich komme auch echt nicht mehr ran. Ja. Interessant. Komm mal ran auf den Meter! Trab an, du Klappstuhl! Schönheit Charlize fordert dich heraus? Oh, natürlich. Sie hat das schönste Model und heißt auch schön Ei. Und nice. Nebulak. Das finde ich jetzt aber mal eine schöne Kombination. Schöner Kontrast. Burak. Boah, wir müssen uns eins fangen und es Burak nennen. Ne, Burak? Aber wenn ich mir Nebulak fange, will ich doch eigentlich auch einen Gengar haben. Das ist ja jetzt debufft, ne? Ja. Da haben sie Schwebe rausgenommen als Fähigkeit. Hat jetzt Tastfluch. Ja. Geistgift und Immun gegen Bodenattacken gibt's ja nicht. Nee. Kann ja nicht wahr sein. Pflegen. Ich finde das immer gut, wenn es meinem Pokémon gut geht. Andererseits, ich sollte es nicht übertreiben. Ich mache das dann irgendwann offscreen. Und vor allem, ich sollte mal die Verbrennung von meinem Makuhita heilen. Wow, für dich ist sicher keine Prüfung zu schwer. Oh, dieser Blick erinnert mich an meine Ex-Freundin. So, weiter. Oh nein! Oh. Passen!
Mal gucken, wie es gleich gucken wird. Ah, schön. Ah, jetzt ist wieder ein freundlicher Asiate, schön. ein hellbraun. Haben wir irgendwo einen hellbraun? Nein, nee. Wir haben nur einen orangen. Ja, lass mal einen gelben nehmen, hat mehr so die Makuhita-Farbe, oder? Ja. Oh. Es hat ein schönes Grinsen. Ja. So, jetzt wollte ich eigentlich mich noch um Lamiau, obwohl, muss ich ja gar nicht. Nö. Nee, irgendeinen anderen mal. Ist aber echt cool, das mit der Pokepause, vor allem, dass man da nicht nach dem Kampf Hyperheiler oder sowas verschwenden muss. Ja, ist auch ganz gut, dass wir Makuhita geputzt haben, das hat sich ja im Kampf gerade sehr verausgabt. Naja, es war aber, warum hat es eigentlich Paralyse, also Paralyseerscheinungen, wenn es eigentlich verbrannt war? Was willst du denn eigentlich? Ah.